zu wenig los gerade. Was ist denn los mit meinen Gästen hier? Ist der Park so dreckig oder was ist los? Gäste. Du hast, geh was trinken. Zu wenig Fahrgeschäfte, arbeite ich gerade dran. Zu wenig erledigen hier. Okay, Müll. Ja, Müll ist natürlich doof. Aber eigentlich bin ich ja was am gegen den Müll machen. Und die Schlangen hier sind jetzt nicht so lang, dass ich sage, ich baue da was Neues. Es tut mir leid, Leute. Was sieht denn jetzt in diesem Monat so viel schlechter aus als das andere? Personalkosten waren höher. Wir haben trotzdem Plus gemacht. Ja, du kriegst wieder nur 120. Ich komme sonst mit der Achterbahn nicht gut voran. Das geht nicht kleiner. Ja, das ist natürlich jetzt doof mit dem Baum, ne? Warte mal, aber das kriegt doch bestimmt gerettet, indem ich das. Gott. Noch so ein Stück verschiebe einfach, oder? Das war nicht gut verschoben. Wie sieht's so aus? Jetzt ist ja richtig doof. Ja, da war das schon echt das eigentlich das Bessere. Auch wenn jetzt der blöde Baum da im Weg ist. Weil irgendwie müssen wir mit diesem Baum jetzt klarkommen. Ist das zu teuer? Ja, das ist einfach zu teuer. Weil so dürfte der Baum nicht im Weg sein eigentlich. Nee, der geht ja dann mitten in den Baum rein. Das ist ja richtig doof. Nee, das wird alles nicht klappen, leider. Es wäre zwar mega cool, aber... So wird das alles nicht klappen, glaube ich. Das wird auch zu hoch sein noch. Mal gucken.
glaube, das ist gut. Solange du es gut tust, akzeptiere ich das. Dann nehme ich das doch an. So wie es ist. Ja, kommt Leute, ich brauche jetzt wieder ein bisschen Geld, sonst wird das wieder nix hier. Jetzt brauche ich ja wirklich nicht viel Geld. Das könnt ihr mir ruhig geben. Hallo. Mal Leute, wollt ihr mich jetzt sehen? Ihr finanziert mir tausende von Sachen, aber wenn ich dann mal nur ein bisschen Geld brauche, das gibt er mir nicht. Wollt ihr mich gerade sagen, wollt ihr mich eigentlich wollen? Weil so teuer wird die Achterbahn jetzt nicht mehr werden. Jetzt kommt noch ein Hügel. Dann hätte ich gerne noch so einen flachen Looping. Und dann möchte ich eigentlich Ende haben. Also ich gebe zu, ich würde gerne wissen, wie lang die jetzt ist. Weil wenn ich die dann irgendwie nochmal künstlich verlängern müsste, das wäre halt schon so richtig doof. Sag's mir, wie es ist. Sag mal, wollt ihr jetzt mal ein bisschen Geld ausgeben, bitte? Jetzt, wo ich nicht mehr viel brauche, macht ihr echt gar nichts mehr. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Eben, als ich die Tausende brauchte, da gibt ja auch Geld aus wie nichts anderes. Und jetzt, wo ich nicht mehr so viel brauche, wo ich gerade nur so Kleckerbeträge brauche, in anderen Stellen passiert hier gar nichts mehr. Ihr wollt mir doch hier echt. Das ist doch, die verschwören sich gegen mich hier. Woo! Dafür spiele ich Achterbahn versenken. Das war gerade so, ha, du hast fast genug. Nein, haha, wir ziehen dir alles wieder ab. So, jetzt möchte ich einmal die Werte gucken, bitte. Wartet mal, ich kann ja gucken, muss ja nicht alles gucken. Hopp. Ich glaube, so kommt besser. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass es so besser ist. Ich muss den Spaß irgendwie noch höher kriegen, weil der muss ja über 7 sein, ne?
nee, sorry, das kann ich so nicht lassen. Eigentlich wäre so optimal. So wäre halt, so wie ich es eigentlich haben möchte auch. Aber die Frage ist, ob das klappt. Ali, hopp. Sicher wird das hier klappen. Oh ja, es klappt sogar besser, als ich dachte. So, und jetzt müssen wir die nächste Schiene noch finanziert bekommen eigentlich. Dann hätte ich gerne den Looping, den letzten, und dann würde ich gerne mit noch so einem Hügel zum Abschluss kommen, ne? Also die muss ja nicht so furchtbar lang sein, die Achterbahn. Ich hätte gerne nämlich noch so einen ultraflachen. In ganz groß, weil ich glaube, die haben wir. Ah, den haben wir noch nicht benutzt. Und B, er führt genau in die Richtung, in die ich auch wirklich haben möchte eigentlich. Also wäre das eigentlich, ich sag mal, ziemlich optimal, wenn wir den, aber der kostet 2100, das wird jetzt ein bisschen dauern, schätze ich mal. Aber theoretisch wäre genau das Ding das, was ich brauche. Auch wenn ich jetzt da den Looping nicht so ganz, also das ist so einer auf der Seite gelegt, aber schon klar, ja, aber. Ach, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich könnte jetzt einfach einen Kredit von 2000 aufnehmen und hätte das Problem natürlich nicht, aber. Das wäre natürlich langweilig, weil ich kann ja auch warten und danach können wir erstmal ein bisschen Achterbahn fahren. Nein, ja, doch, aber ja, nein, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, aber nein, aber ja, aber nein. Nee, das dürfte jetzt das letzte Teil sein, was richtig teuer ist eigentlich. Weil, wie gesagt, danach möchte ich ja eigentlich Ende machen, ne? Also. Oh Mann, Hyper Jump. Aber Hyper Jump scheint nicht so tragend zu sein, gerade im Moment. Oh, oder auch doch. Oh, doch. Könnt ihr mal Hyper Jump reparieren, bitte? Dankeschön. Ja, gut. Oh, was ist denn mit dem Cube schon? Also dieser Cube, ne, der nervt mich richtig. Der war seit dem Monolithen ist, kommt mir das immer so vor, als wenn er immer kaputt ist einfach. Also immer, auch wenn man nicht den in einem anderen Park baut. Irgendwie fährt dieses Ding nie. Immer wenn ich gucke, ist es kaputt. Ich bin ehrlich, ich reg mich auch ein bisschen auf über das Ding, ey. Wie kann man denn nur so ein blödes wie kann das denn so schlecht sein, einfach, ey? Immer kaputt ist. Konstruktionsfehler hoch 1000, ey. Gewinn dadurch nix. So, jetzt komm, jetzt gib mir mal bitte meine 2-1 hier. Der Cube funktioniert ja jetzt auch wieder. Aber jetzt dauert das wieder so ewig, ne?
Ich kann es nicht ändern, Leute, es tut mir echt leid. Zumal jetzt wahrscheinlich das hier wieder kaputt geht und dann bin ich wieder am Anfang. Oh, das wäre so witzig, ey. Oder der Cube geht wieder kaputt direkt. Ich würde es dem Cube ja zutrauen. Aber wie viel Geld man aus so vielen Dingern ziehen kann, ne? Das ist schon irgendwie krass, finde ich, ja. Ich mache jetzt hier gerade nichts anderes außer warten. Mehrere Angestellte haben zu viel Arbeit, soll man nicht meckern. Ich gebe zu, es ist ja schon verlockend, ne? Weil wir brauchen noch 1100 für das Ding. Aber die Zinsen, die wir zahlen müssen, sind so krass einfach, ne? Ist uns das jetzt mal egal? Jetzt mal so die erst gemeinte Frage, ist uns das jetzt egal? Wir machen das trotzdem. Beziehungsweise wir machen das dennoch. Ja, komm, wir machen das dennoch. Auf Darlehen kommt es in diesem Park ja jetzt nun wirklich nicht an. Oh, alles klar, Geld wieder weg. Das war's mit dem Darlehen. Das ist nicht mal gut. Jetzt mal ohne Kram, lohnt sich das überhaupt nicht? Sicherlich auch bessere Sachen machen. Wenn sich das gar nicht lohnt, ist ja Quatsch. Dann würde ich diesen Looping gar nicht benutzen. Und der meine Werte runterzieht. Nee, ist egal. Ist egal, ist egal, ist egal. Mal eben gucken, wenn das vielleicht kann uns das vielleicht hilft uns das auch. Weil wir sind oft über 7. Und vom Spaß her müssten wir eigentlich drüber sein.
Doch, wir müssen das hier irgendwie auch noch runterbekommen, ne? Das funktioniert ja dann genauso wie es soll sogar hier. Ich bin ehrlich, so viel soll jetzt ja nicht mehr kommen. Na, jetzt möchte ich hier noch mal so einen zweiten Hügel hinterschalten. Dann ist Achterbahn fertig, ja? Ja, und dann würde ich hier mit Bremsen arbeiten halt, ne? Oder das schräg machen, je nachdem. Boah, wie teuer ist denn das? Kann ja nicht so teuer sein eigentlich. Weil es sind ja noch keine Bremsen dran oder nichts. Es ist ja einfach nur. Teurer als 500, was zur Hölle? Aha. Na, die sollen jetzt schon abbremsen auch, ja? Okay. Wie teuer ist denn das? Jetzt bin ich mal gespannt. Das müsste eigentlich jetzt gut klappen, denke ich. War sein eher. Das ist zu hoch einfach. Ja, der Rest des Parks ist mir gerade erstmal egal. Bin ich jetzt? Ich will das Ende einmal vernünftig sehen, bitte. Wartet mal.
immer weiter ins Minus, weil ich immer mehr Schienen durch Bremsen austausche. Aber das müsste eigentlich easy klappen, weil das wird nicht um einen ganzen runtergehen und das muss nur noch um 0,1 runtergehen. Also wenn ich den Zug am Ende vernünftig abgebremst bekomme, sollte das eigentlich... So, ja, es geht ja nicht wegen, weil ich kein Geld habe. Dankeschön. Ach, weil wieder was kaputt ist. Das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Ich habe dafür nicht. Das ist das Problem. Ich habe gar kein Geld. Aber ich weiß nicht, wie teuer das ist. Ist das jetzt gebaut? Ist das nicht gebaut? Ich brauche hier. Ich bin mir gerade irgendwie nicht sicher, ob das Spiel mich jetzt... Weil die Bremsen hier hinten funktionieren ja einfach. Ich habe hier hinten ja keine Bremsen. Nee, das sind keine Bremsen. Brauche ich da Bremsen? Da brauche ich Bremsen rein noch. Dann haben wir es geschafft. Wir müssen noch einmal auf Bremsen sparen, Leute. Ich weiß leider nicht, wie teuer die sind. Weil das steht hier natürlich nicht. Warum sollte da auch stehen, wie teuer Bremsen sind, ne? Wäre ja langweilig.